Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich weiß nicht, ob ihr schon von der Marke Eveline Cosmetics gehört habt, aber ich muss wirklich sagen, dass ich begeistert davon bin. Und das möchte ich euch in diesem Video einfach mal zeigen, warum. Und das ist halt das Praktische bei Make-up. Ich kann halt nicht verheimlichen, wenn es blöd aussieht, weil ihr seht es direkt, ihr werdet auch sehr nah rangeholt. Und ich bin wirklich begeistert. Also ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen ein paar Produkte aus diesem Sammelsurium zu testen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr bekommt die Produkte bei Cosmetic for Less und ja, das ist auch eine Kooperation mit Cosmetic for Less mal wieder. Ihr könnt dort mit Claudi 15% Rabatt bekommen und also ich kann es euch nur empfehlen, dort einfach mal vorbeizuschauen. Eveline Cosmetics hat sowohl Pflege als auch Make-up. Ich persönlich bin total begeistert von dem Make-up, weil die halt so eine gute Qualität haben zu einem sehr günstigen Preis. Und das ist halt echt fair, weil du hast ungefähr Revolution-Preise, genau. Aber eine Qualität, die teilweise wirklich an High-End rankommt. Ne? Und ich habe gestern auch schon mal mein Testschminki gemacht und habe das auch den ganzen Tag getragen. Und ich muss wirklich sagen, es hat so gut gehalten. Ich weiß nicht, ob ich tatsächlich irgendeine Foundation habe, die ich noch besser finde. Weil es hat nicht sich abgesetzt. Es hat sich so toll verarbeiten lassen. Und wir haben ja auch noch sogar eine Limited Edition von Eveline. Also, ne? Es geht los. Ich habe euch auch alles in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr super gerne mal vorbeischauen. Ich habe hier als erstes einen Primer. Unicorn Magic Drops heißt das Ding. Und ich habe meine ganz normale Tagespflege drauf, inklusive Lichtschutzfaktor und so weiter. Und das hat auch gestern so gut funktioniert. Wir haben hier eine Pipette, wo das Ganze halt wunderschön rosa rauskommt. Und das schenkt auch einen wundervollen Glow, ohne so glitzerig zu sein. Das finde ich auch immer sehr, sehr positiv. Fühlt sich toll auf der Haut an. Und gibt eine super Grundlage für das Make-up. Und du hast hier in dem Primer auch noch Skincare-Ingredients mit drin, was ich auch immer sehr schön finde, wenn wir uns schminken und gleichzeitig halt auch pflegen können. Und ihr seht es auch auf meinen Händen, ne? Also da ist kein Glitzern oder sonst irgendwas. Man hat halt wirklich einfach gesunde Haut, gepflegte Haut. Und das ist natürlich im Gesicht super wichtig. Und ich finde es einfach schön, wie es jetzt aussieht. Man könnte das auch einfach so als Serum verwenden und gar nicht eine Foundation oder so drauf geben. Aber ich möchte es unbedingt. Also ich habe hier zwei Foundations, die ich beide extrem empfehlen möchte. Wenn ihr eine Foundation haben möchtet, die wirklich günstig ist, aber auch eine schöne Deckkraft mit dabei hat, empfehle ich euch definitiv diese. Hier. Die sieht von der Verpackung her nicht so sexy aus. Ist wie es ist und die hat auch nicht so eine super Farbauswahl, aber die ist wirklich klasse. Die ist wie eine zweite Haut, komm, die tragen wir auch, ich trage jetzt beide auf. Ich habe die in der Farbe 02 Ivory, die Selfie Time Foundation. Kommt halt wie so eine Creme entsprechend raus, ne? Und die würde ich mir auch auf diese Gesichtshälfte auftragen, weil die ein Tickchen mehr Deckkraft hat als die andere Foundation. Aber beide nicht zu kleisternd sind, ne? Die Pinsel, die ich verwende, sind von Leni Brush. Die bekommt ihr auch bei Cosmetic for Less, wenn ihr möchtet. Sehr gute Qualität. Also wenn ihr so Ersatz für eure BH Cosmetics Pinsel zum Beispiel braucht. Ne? Das ist eine gute Alternative, um das mal so zu sagen. Die haben eine wundervolle Qualität und jetzt verteile ich erstmal mit dem Pinsel diese Foundation. Ich habe das gestern auch mal geschaut. Man kann die definitiv auch aufbauen, wenn man möchte, aber es muss nicht sein. Und für mich ist die Farbe 02, also Ivory, definitiv die passendere oder passendste. Ne? Schaut so aus und es ist unglaublich, wie schnell das jetzt auch funktioniert hat. Man kann die, wie gesagt, aufbauen. Also wenn ich jetzt hier meine Rötung noch weiter abdecken wollen würde oder hier meine Muttermale, könnte ich mir locker noch eine zweite Schicht drüber geben. Aber ich habe Lust, das einfach so zu lassen und finde es auch wirklich, wirklich, wirklich schön. Und es passt farblich halt. Ne? Du hast bei dieser Foundation leider nicht so eine riesige Farbauswahl. Ich glaube, 3 Shades oder so. Ne? Da hast du bei der Wonder Match Foundation auf jeden Fall ein bisschen mehr Glück. Da habe ich die Farbe 05 Light Porcelain. Die ist ein bisschen teurer, aber halt auch nicht unbezahlbar. Fühlt sich super hochwertig an. Wir haben hier wirklich eine Glasverpackung, Milchglas und das ist sehr schwer und das finde ich einfach auch wundervoll. Wir haben hier einen Pumper mit dabei und eigentlich reicht mir ein Pumper. Ihr seht, die ist ein ganz kleines Tickchen heller, was jetzt so für Richtung Winter eine ganz schöne Sache sein wird. Aber es passt bei mir halt sehr, sehr gut und ich trage mir die auch so um die Augen einfach auf. Dann sieht es mir nicht mehr ganz so wild aus. Aus der Nähe betrachtet sieht man, dass man eigentlich die Foundations nicht unbedingt jetzt mit dem Schwamm noch einarbeiten müsste. Vor allem die Selfie Time Foundation ist halt wie eine zweite Haut. Wir haben eine ganz, ganz leicht mehr Deckkraftgeschichte als jetzt bei der Wonder Match Foundation. Bei der Wonder Match Foundation finde ich, ist
einfach mehr so dieses Pflegegefühl auch mit dabei und die hat ein bisschen mehr Glow. Aber beide sehen einfach klasse aus. Müsste ich jetzt theoretisch, Entschuldigung, ich gucke die ganze Zeit auch ins Display, müsste ich theoretisch nicht mit dem Schwämmchen einarbeiten, aber einfach, weil ich es immer mache, mache ich es jetzt auch mit einem angefeuchteten Schwämmchen, dass ich nochmal ganz, ganz leicht drüber gehe. Also das Schwämmchen wird gar nicht wirklich angedrückt, das nimmt nur halt Mühe. Zu viel Produkt oder so runter, ne? Dass man das halt auch vielleicht ein bisschen besser verteilt bekommt. Und ich weiß nicht, ich habe einfach gerne auch diesen Feuchtigkeitskick zwischendurch. Das ist so ein Spleen. Genau. Und ich finde, es sieht einfach wundervoll aus, oder? Was meint ihr? Das ist richtig schön. Ebenfalls aus der Wonder Match Collection habe ich hier den Concealer, den Lumi Concealer. Den finde ich so schön. Der hat nämlich nicht diesen matten Effekt, sondern er gibt halt wirklich noch einen leichten, strahlenden Effekt mit Vitamin C. Das heißt auch da wieder Pflege am Start, Lichtschutzfaktor 15. Das ist jetzt nicht so, ne? Ja, ihr wisst Bescheid, also ist nicht so viel. Ich habe die Farbe 15 Neutral und das schaut auch wieder so aus. Ich finde das wunderschön vom Packaging her, aber auch natürlich von der Art und Weise, wie der Concealer dann auch auf dem Gesicht wirkt. Ich verwende den auch, um so ein bisschen Pigmentflecken oder Verfärbung, wie auch immer, abzudecken. Vielleicht auch so Muttermale, die mir ein Stück weit im Weg sind und das Make-up vielleicht unruhig aussehen lassen könnten. Gebe ich mir halt einfach ein bisschen was drüber. Und den werde ich auch gleich nochmal verwenden, wahrscheinlich beim Augenlook. Denn wir werden heute sehr cremig unterwegs sein. Und ihr kennt das von mir nicht so intensiv, dass ich das viel verwende. Deswegen werde ich wahrscheinlich ein bisschen Concealer brauchen, um das zu korrigieren. Ich blende den Concealer auch einfach mit einem Schwämmchen ein und das funktioniert so toll. Und ich kann euch wirklich jetzt schon mal einen Spoiler geben. Der wird nicht wirklich creasen. Also das ist richtig, richtig heftig und es hat mir gestern schon so gut gefallen. Ich habe sehr viele Videos gedreht und der Concealer hat sich einfach nicht bewegt. Er ist an Ort und Stelle geblieben und hat einfach die ganze Zeit vor sich hingestrahlt und das war echt gut. Wir sehen, dass meine Haut jetzt einfach ein bisschen beruhigter aussieht, ein bisschen frischer, ne? Also das wäre halt für den Alltag auch eine ganz tolle Sache. Wenn man jetzt sagt, Mensch, ich möchte vielleicht ein ganz kleines bisschen mehr Deckkraft hier und da, kann man das auch ohne Probleme aufbauen. Also gerade hier und hier hätte ich noch ein bisschen mehr Deckkraft gerne. Herrlich, Leute. Es regnet draußen und mein Nachbar hat sich überlegt, jetzt sein Auto zu waschen. Ist auch sehr interessant, es ist auch wieder direkt hier vor meinem Fenster. Ich hoffe, ihr hört es jetzt nicht brummen. Genau, ich habe ja, habe ich das schon gesagt? Weiß ich gar nicht, dass ich heute mit sehr vielen cremigen Texturen arbeiten möchte. Also Feuchtigkeit von innen ist übrigens auch sehr wichtig, also Prost, ne? Denn Eveline Cosmetics hat eine neue Limited Edition rausgebracht, was ich auch ganz spannend finde. Das ist die Choco Glamour Limited Edition. Da habe ich jetzt hier auch zum Beispiel den Cream Bronzer. Den habe ich in zwei verschiedenen Farben. Einmal die 02 und die 01. Die kann ich euch beide einfach mal swatchen, um euch zu zeigen, wie die dann auch geswatcht aussehen. Ihr seht, ich werde zu der 02 greifen, weil die halt mehr so mein Farbschema ist. Die ist ein ganz kleines bisschen kühler, sehr pigmentiert. Hier sehen wir es auch, ne? Also hier ist die 01, hier ist die 02. Die 01 ist halt cremig, klar. Und die 02. Und wir sehen bei der 02, dass die halt auch etwas kühler mit unterwegs ist und die 01 etwas wärmer. Und ich bin ja vom Hautunterton eher neutral bis kühl. Deswegen ist für mich tatsächlich die 02 auch hier sinnvoller. Ich glaube, Cosmetic for Less ist auch der einzige deutsche Online-Shop, der quasi das Exklusivrecht hat, um Eveline Cosmetics zu vertreiben, ne? Bei cremigen Produkten mache ich das ganz gerne so, dass ich mir den Foundation-Pinsel nehme, ein bisschen die restliche Foundation an meinem Tuch neben mir abstreife, dann dippe ich ein bisschen rein und ich weiß, dass der halt irre krass pigmentiert ist. Der wird sich gut verblenden lassen. Trotzdem möchte ich den so ein bisschen hier an meinem Handrücken einarbeiten, dass ich dann einfach hier das Produkt von dosieren kann und trotzdem habe ich noch richtig viel am Pinsel und das trage ich dann hier einfach auf und ich verwende das auch ein bisschen wie Bronzer und Contour in einem, weil wie gesagt, der ist halt ein bisschen aschiger, lässt sich aber so schön ausblenden, das ist der Wahnsinn. Gestern hatte ich an der Stirn etwas zu viel verwendet und sah dann zwischenzeitlich wirklich aus wie so ein Reh. Und da muss man ein bisschen aufpassen, habe ich damit ein bisschen Foundation und Concealer korrigiert. So würde das tatsächlich bei mir für den Alltag reichen. Da ich aber hier vor der Kamera sitze, muss ich das Ganze etwas aufbauen, weil hier echt viel Licht und Farbe auch geschluckt wird. Und damit ihr das halt auch entsprechend sehen könnt. Und weil ich das ja verwende, bevor ich abpuder, ne, gebe ich mir gerne hier noch ein bisschen mehr auf. Und ich finde, das sieht unglaublich toll aus. Ich werde gleich hier noch ein bisschen korrigieren, weil das vielleicht ein bisschen zu sehr in die Wange kommt. Aber ich habe ja gleich noch einen Cream Blush.
trägt die Foundation nicht ab, verträgt sich auch wirklich gut mit beiden verschiedenen Foundation-Formen, ne? Und so mag ich das einfach gerne leiden, ne? Das sieht einfach ein bisschen gebräunt aus. Jetzt gibt es auch noch ein weiteres Produkt, das ist aus der Wonder Match-Linie. 4-in-1 Velour Cheek and Lip Color Balm. Ich habe jetzt hier die Farbe 04 und hier sind sogar Niacinamide, Squalan, Peptide und pflanzliches Kollagen drin enthalten. Und das ist wohl die Make-up-Brand Number One, also Nummer 1 irgendwie in Polen, finde ich auch ganz interessant. Das Ding hat eine Pigmentierung, die sucht ihresgleichen. Das ist so krass. Wir haben einen Füßchen-Applikator. Hier ist die Farbe dran und die ist intensiv. Deswegen auch hier am besten auf den Handrücken geben, mit dem Pinsel ein bisschen was aufnehmen und in den Pinsel einarbeiten. Und ich male mir jetzt schon meine komplette Hand gefühlt mit diesem wunderschönen Wassermelonenton an. Und dann habe ich noch ein bisschen, was ich verblenden muss, genau. Und das trage ich mir dann hier auf. Und Cream-Produkte sind halt super geeignet, wenn man vielleicht schon ein paar Fältchen hat. Ich habe Lachfältchen, ne? Das ist alles vollkommen normal. Und das ist irgendwie speichelnder, um das mal so zu sagen. Jetzt mache ich das, was ich eben schon erwähnt habe. Ich werde jetzt hier so ein bisschen korrigieren, einfach das Ganze ein bisschen mit einem Schwämmchen halt ausblenden, ne? Dass es halt nicht zu nah an der Nase ist und nicht zu künstlich aussieht. Aber dieser Blush ist einfach der Wahnsinn. Und ich habe noch gut was auf dem Handrücken. Ja, Wahnsinn. Also wer auf Blush steht, auf Liquid Blush, sollte dort auf jeden Fall vorbeischauen. Das habe ich auch schon länger in meiner Sammlung von Eveline. Das Varieté Face and Body Liquid Highlighter Produkt mit Vitamin C ist das sogar. Ich habe es in der Farbe 01 Champagne Gold. Und das ist ein Liquid Highlighter, der einfach riesig ist. Es ist aber kein Glitzervieh. Oh. Auch da gebe ich mir einfach ein ganz kleines bisschen hier auf meinen Handrücken. Es muss nicht viel sein, ne? Kannst du halt auch gut dosieren eigentlich, wenn du nur vorsichtig das pumpst. Und dann trage ich mir das so auf. Und das kannst du entweder mit dem Finger, mit dem Pinsel oder mit dem Schwämmchen einblenden. Ich mache das jetzt hier mit dem Pinsel, einfach weil der jetzt die ganze Zeit schon in Anwendung ist. Und man kann sich das auch als Primer auftragen. Du kannst es in die Foundation einmischen. Du kannst es auf dem Körper verwenden, ne? Es ist der Hammer, weil bei so einem riesen Oschi, das ist echt der Wahnsinn, 30 ml Highlighter, wow. Und der ist wunderschön. Der glitzert nicht, ne? Der ist einfach nass und schön und ich mag den. Der ist wirklich toll. Und ihr seht auch, alles verträgt sich gut untereinander. Es wird nichts abgetragen. Also weder der Blush, der den Bronzer abträgt, noch der Bronzer, der die Foundation abträgt, noch der Highlighter, der Blush oder Bronzer abträgt. Und das finde ich einfach super sympathisch von den Produkten, weil sie sich einfach verarbeiten lassen. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Hier ist weniger Licht, aber ihr seht halt auch den Highlighter-Effekt, ne? Mag ich sehr, sehr gerne. Und ja, als nächstes würde ich jetzt, glaube ich, erstmal abpudern. Auch wenn ich gleich Liquid Eyeshadow habe, aber ich glaube, das macht Sinn. Nee, vorher möchte ich noch ein bisschen Lippenpflege auftragen, denn auch in der Schoko Glamour Limited Edition haben wir dieses Produkt. Das ist einfach ein Lippenbalsam und ja, der ist sehr pflegend, sehr angenehm, kommt in so einem Tübchen raus, was ich nicht ganz so gerne mag, aber es ist nun mal da. Und der ist halt wirklich wie Butter, aber nicht unangenehme Butter. Ja, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Hat der einen leicht süßlichen Geschmack, ja, aber jetzt nicht aufdringlich. So, dann werden wir jetzt mal abpudern. Dafür habe ich hier von Eveline Cosmetics aus der Varieté-Reihe das Hydra Loose Powder Cooling and Blurring Effect. Das ist mit Niacinamiden, Anti-Aging Formula und ich glaube, da gibt es auch nur eine Farbe. Das ist ein bisschen gelblich, ne? Da muss man ein bisschen schauen, aber ich bin ja super hell. Bei mir ist es nicht gelb und das finde ich echt sympathisch. Wir haben hier ein Puffelding drin, das verwende ich eher selten, muss ich gestehen, eher gar nicht, wenn man sich das anguckt, ne? Und dann kann man das aufklappen, huch, und das ist super, super fein. Also ich habe hier direkt einen kleinen Nebel und da ist auch so ein Netz drin, ne? Extrem schönes Puder. Also guckt euch das definitiv mal bei Cosmetic for Less an. Ich kann es nicht anders sagen. Die haben auch jetzt Black Friday und so weiter, ne? Und dann nehme ich mir hier so ein Giacomob in Mini, arbeite das bisschen in meine Handinnenflächen ein und gehe dann damit unter meinen Augen entlang. Und wir sehen direkt, dass es Puder nicht so gelb ist. Also wir haben jetzt nicht irgendwie Bananenpuder oder sowas, ne? Aber wir sehen auch diesen Blurring-Effekt. Trotzdem wird der Glow von Foundation, Creme-Produkten und so weiter noch richtig schön durchkommen, aber nicht aufdringlich sein. Also das sieht so gut nachher aus. Wir sehen es gleich alle zusammen, wenn das Ganze fertig ist, ne? Okay, also jetzt hier noch ein bisschen weiter abpudern. Kann man auch schon auf den Augenlidern drauf machen, was eigentlich relativ sinnbefreit ist, weil ich gleich ja Cream Eyeshadows verwende. Egal, das funktioniert trotzdem, habe ich gestern auch so gemacht. Das ist
so fein, dieses Puder, ne? Für den Rest des Gesichtes verwende ich einfach einen großen Fluffel auch von Leni Brush. Und ich glaube, ich muss euch das mal aus der Nähe zeigen, wie gut das auch von nahem aussieht. Also von der Ferne, klar, geblurrter Effekt, alles sieht frischer aus, alles sieht wach aus. Und es sieht nicht unbedingt so aus, als hätte ich Make-up drauf, ne? Vielleicht ist mein Gesicht jetzt ein Müh dunkler als mein Hals. Müh, das erscheint aber eigentlich eher nur so. Aber von nahem, Leute, sieht das alles einfach wie Haut aus. Wir haben noch Glow, der durchkommt. Wir haben das Ganze definiert. Das ist echt von alleine so schön ausgeblendet. Wirklich super easy. Und ja, es sieht einfach natürlich aus. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht, ne? Und wenn ich mir das jetzt so vorstelle, in einer Viertelstunde kann ich das easy peasy schnell machen und bin dann einfach ready, ne? Dass man halt einfach auch so, wenn man sich sonst unwohl fühlt, auch aus dem Haus gehen könnte. Und ich sehe nicht aus, als hätte ich mich jetzt irgendwie groß geschminkt, aber es ist einfach alles ein bisschen ebenmäßiger, man sieht wacher aus, kann vielleicht eben das Kind zur Schule, zum Kindergarten, wohin auch immer bringen und fühlt sich jetzt nicht irgendwie wie ein laufender Zombie. So, ne? Aber hat auch nicht viel Zeit investiert, weil das super schnell ging. Und das wird dir auf jeden Fall den ganzen Tag auch gut halten. Es wird nicht irgendwie durch die Gegend kriechen. Und wenn du dann einfach vielleicht ein paar Minuten für dich selber hast, um das Ganze noch ein bisschen aufzupeppen, hast du jetzt natürlich die Möglichkeit, mit den Produkten, die ich dir jetzt noch zeige, das Ganze noch auf eine etwas andere Ebene zu heben. Da fange ich persönlich ja ganz gerne bei Augenbrauen an und da hat Eveline Cosmetics einen Augenbrauenstift, der einfach meiner Augenbrauenfarbe entspricht. Und das ist so schwer bei meiner Haarfarbe, das zu finden, weil ich bin natürlich blond. Die Kamera ist ein bisschen schief. Ja, moin. Ich bin natürlich blond. Meine Augenbrauen sind so ein bisschen straßenköterblond und so langsam werden sie auch etwas dunkler. Ne? Ich bin ja auch schon 34, Leute. Da ist das nicht mehr ganz so hell alles unterwegs. Und ja, die Augenbrauen sind halt schwierig, genau vom Farbton her zu treffen. Ich kann jetzt nicht klassisch blond nehmen oder sonst irgendwas. Lange Rede, kurzer Sinn. Micro Precise Brow Pencil habe ich hier in der Farbe 01 Taupe, ist meine perfekte Augenbrauenfarbe. Und das ist ein so tolles Augenbrauenprodukt, wirklich. Ich kann das da so schnell anwenden. Erstmal hier so durchkämmen. Schlafdreck aus den Augenpulen läuft bei mir. Das ist super mit so einem Spoolie, kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich hier eine super feine Mine und kann mir damit einfach ganz natürlich meine Augenbrauenhärchen nachzeichnen und das, was da ist, betonen. Ich bin halt rein genetisch nicht so mit mega krass fülligen Augenbrauen, wie auch immer, gesegnet, ne? Deswegen muss ich da halt einfach mit sowas ein bisschen nachhelfen, wenn ich das möchte. Und verwende auch von Özlem, also von El Anello, das Lashlem. Und das hat tatsächlich auch schon ein bisschen mehr Fülle reingebracht, ne? Trotzdem ist das Ganze etwas lückenhaft. Also ich schaffe es einfach mit diesem Produkt, mir Augenbrauen zu malen, nachzuzeichnen, wie auch immer, die wie Augenbrauen aussehen und nicht, als hätte ich mir halt wirklich Farbe drauf gegeben. Und das finde ich toll. Und damit dieses Kunstwerk dann auch entsprechend an Ort und Stelle bleibt, habe ich hier ein ultimatives Produkt. Das ist von Eveline das Brow and Go Ultra Fixing Eyebrow Gel. Leute, das fixiert euch die Augenbrauen wirklich intensiv. Das ist so hammerkrass und wer das wirklich mag, ich liebe es, ne, wird dieses Produkt auch toll finden, weil es ist einfach in der Anwendung und es hält dir die Augenbrauen so dermaßen fest, das ist echt krass, finde ich aber einfach schön. Also ich brauche das, weil ich meine Augenbrauen wirklich in Form bringen muss, damit ich halt damit auch so ein bisschen Lücken verdecken kann und so weiter, ne? Und dafür ist es halt das optimale Produkt und ja, einmal rein dippen reicht bei mir wirklich für beide Augenbrauen, weil da halt noch sehr viel Produkt dran ist. Ich weiß gar nicht, ich meine, dass ich das sogar schon mal leer gemacht habe. Nee, das war das von I Heart Revolution, glaube ich, ne? Weiß ich gar nicht. Oder war das doch das hier? Ich weiß es nicht mehr. Weil es ist krass. Es ist wirklich hammerkrass gut. Jetzt wird's wild, denn ich werde mit euch zusammen Cream Eyeshadows verwenden, aber die sind bombastisch. Die halten, die rutschen nicht, die sind einfach toll. Und auch die sind aus dieser neuen Limited Edition, aus der Choco Glamour. Und da habe ich drei Farben. Das ist ein matter Ton, ein mattes Braun, ein rosa Schimmer und ein, ja, ich sag mal, so Kupfer-Bronze-Schimmer. Hier sehen wir einmal die drei Töne und das ist wirklich sehr, sehr schön, weil dieses matte Tongedönsen, ne? Matte Tongedönsen, yo, ist wirklich sehr deckend
wenn man das halt so aufträgt. Man kann den aber auch wundervoll verblenden mit einem Pinsel. Und diese Schimmertöne sind unglaublich, weil die auch super zusammenpassen. Weil wir haben in dem ja, braunen Schimmerton in Anführungsstrichen auch so rosa Sparkles mit drin. Und der rosa Sparkelton hat auch so blaue Schimmerpigmente mit drin. Also das ist schon sehr, sehr geil aufeinander abgestimmt, ne? Ja, und die sind auch sehr haltbar. Also die jetzt nach nur einer Minute ungefähr auf dem Arm hier abzukriegen, ist schwer. Ich glaube, ich mache das ähnlich wie gestern auf meinen Augenlook. Das heißt, ich nehme mir zuallererst dieses matte Braun und gebe mir das ganz einfach direkt mit dem Applikator hier außen auf. Dann nehme ich mir einen wirklich fluffigen, ja, das ist eigentlich ein Concealer-Buffer, ne? Aber so ein Pinsel halt, um das Ganze zu verteilen und zu verblenden. Im Innenwinkel möchte ich nicht so viel davon haben. Ich möchte es vor allem außen aufgetragen haben. Und ich habe gestern auch wirklich den Härtetest gemacht. Ich habe das nicht mit irgendeinem Ton gesettet oder sonst irgendwas. Ich habe das wirklich so gelassen. Und ihr seht, wie pigmentiert das ist, ne? Der Hammer. Man kann sich dann auch einfach den Pinsel nehmen und die Reste davon nach unten hin ausblenden. Vielleicht mit dem Finger nachkorrigieren, wenn man denkt, das ist irgendwie noch ein bisschen fleckig oder so. Aber das hier wäre jetzt tatsächlich auch schon die Base. Als nächstes nehme ich mir diesen bräunlichen Schimmerton aus der Limited Edition. Wie heißt der überhaupt? Schoko Glamour ist ja die Limited Edition, ne? Keine Ahnung. Auf jeden Fall trage ich mir den auch direkt hier außen auf. Und nehme auch den gleichen Pinsel wie eben, aber jetzt blende ich nicht. Ich tupfe, ne? Also ich verteile den schon so ein kleines bisschen. Aber er darf gerne auch so strahlend bleiben, wie er ist. Könnte man jetzt natürlich auch mit dem Finger machen. Und auch das hat super leicht funktioniert und hat einen wundervollen Effekt, wie ich finde. Und auch in der Kombi, ne? Das ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Aber für den Innenwinkel nehmen wir uns natürlich dieses mega geile Rosa, beziehungsweise für das innere Drittel. Ich glaube, im Innenwinkel gebe ich mir dann lieber einen Highlighter oder so auf. Vielleicht sogar den Liquid Highlighter. Und das tupfe ich mir dann auch ganz einfach mit dem Pinsel ein. Und dadurch habe ich einen perfekten Übergang zu dem äußeren Schimmerton. Und ich finde, das sieht wirklich nass aus. Das sieht gut aus. Und das ging super einfach. Und dann einfach ein bisschen was von dem Highlighter, von dem Liquid Highlighter, ne? Hier in den Innenwinkel. Das habe ich ja noch übergehabt. Das ist auch noch am Handtuch dran. Und gestern bin ich mit dem Braun nämlich zu tief in meinen Innenwinkel auch hier reingekommen. Da habe ich dann einfach mit Concealer auch ein bisschen korrigiert. Und das hat auch ganz einfach funktioniert. Und es ist auch schon tatsächlich super schnell trocken. Also da habe ich jetzt nichts mehr am Finger. Und so könnte man das lassen, ne? Da musst du jetzt nicht noch irgendwie was drüber geben. Ich finde, das sind drei Töne bzw. plus Highlighter. Und das ist schon ein schöner Augenlook. Ich habe aber noch ein Produkt hier in der Limited Edition, was ich gerne ausprobieren möchte. Und das ist das Schoko Glamour Eyeshadow Produkt. Schaut so aus in der Farbe 01 Moon Sparkle. Und das möchte ich mir jetzt gerne einfach mal so ein bisschen auch drüber toppen, einfach um zu gucken, wie es so ist. Monolidschatten in einer Limited Edition haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Und hier sind wir auch schon bei der Verlosung. Und zwar verlose ich in diesem Video ein Mono-Lidschatten-Adventskalender. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Mono-Lidschatten verwende ich nur, wenn sie wirklich besonders sind. Also da habe ich zum Beispiel den aus der Rival Loves Me mit Maxim Limited Edition auch gerne in Anwendung. Und hier haben wir ein wunderschönes Gold. Und ich glaube, dass man den auch super toll einfach mit, wo ist er? Mit dem matten Braun aus der LE super kombinieren kann, wenn man sich die beiden Töne einfach nur holt. Der fühlt sich extrem schön an. Und hier haben wir auch den Shine. Also ein ganz, ganz toller Ton. Ist der jetzt super besonders? Habe ich den in keinen anderen Paletten? Nicht unbedingt, ne? Aber der sieht schön aus. Und den wollte ich jetzt einfach nochmal so ein bisschen drüber geben, um zu gucken, wie der sich so auf dem Lid macht. Gebe ich mir einfach so in die Mitte. Und ich glaube, ihr seht auch den Effekt, das sieht wirklich toll aus. Den habe ich nämlich noch nicht ausprobiert, den habe ich nur geswatcht. Also den kann man auch als Topping des Ganzen nochmal on top verwenden. Ist aber kein Muss, ne? Weil wie gesagt, der Lidschatten war ja eigentlich schon getrocknet und eigentlich auch schon fertig, der Look. Aber wenn er da ist, wird er auf jeden Fall mal ausprobiert. Und Sammy hat da vorne ein Spieli bekommen und freut sich gerade einen Keks.
Und selbst wenn ich jetzt auch so meine Augen zusammenkneife und lache und so, ne, der Concealer sitzt bombastisch. Und da ist alles wirklich on point. Mag ich sehr gerne. Nun, ich möchte jetzt ganz gerne einen Eyeliner verwenden. Da habe ich hier einen auch aus der Varieté Collection. Das ist so ein 2-in-1-Ding. Da hast du Kajal und Eyeliner drin. Ich möchte jetzt einfach nur den Eyeliner verwenden, um so ein bisschen hier oben meinen Wimpernkranz zu verdichten und mir einen kleinen Wing zu ziehen. Gestern habe ich auch den Kajal verwendet. Ich finde, das hat das alles sehr dunkel gemacht. Das hat nicht so ganz bei mir gepasst. Ja, der hat ein bisschen Probleme auf dem flüssigen Lidschatten zu malen, aber es geht. So, nach einem kleinen Akkuwechsel werde ich jetzt noch ein bisschen Setting Spray verwenden. Dann verwende ich meine liebste Wimpernzange von Catrice. Die müsste es auch noch bei Cosmetic Forless geben. Schaut da super gerne mal nach. Setze ich euch auch dann einfach mal einen Link zu in die Infobox. Die hat nämlich so Zacken mit dabei und das finde ich total praktisch, weil die damit auch die Wimpern nicht so klumpig macht, ne? Also die trennt die dann auch schon beim Curlen. Und jetzt habe ich hier eine Mascara, die habe ich euch schon mal gezeigt. Das ist die Sexy Eyes Mascara Volume Length and 24 Hours Lift Mascara. Die ist großartig und die ist wirklich zu einem bezahlbaren Preis. Ich glaube 7 Euro oder so kostet die. Das ist, sieht man, der will nicht scharf stellen. Der hat da echt ein Problem mit der Kamera. ja. Die ist jetzt auch schon öfters verwendet worden. Ich liebe sie. Das ist so eine ganz interessante Form, die uns auch vielleicht bekannt vorkommt. Ist so ein Gummibürstchen, was an den Seiten auch so ein bisschen einen Knick nach außen macht. Und die tragen wir jetzt mal auf. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also ich wette, dass vielen von euch diese Mascara wirklich gefallen wird, weil die sehr, sehr unkompliziert ist. Die trennt die Wimpern, gibt auch Länge, gibt Schwung, Volumen und es lässt sich wirklich simpel mit ihr arbeiten, weil du kommst super damit in den Innenwinkel. Man kann die auch toll aufbauen, ohne dass die jetzt irgendwelche verrückten Fliegenbeine oder so macht, ne? Und ich mag auch einfach ganz gerne solche Mascaras, die halt so fancy Bürstchen haben. Sei es die Eveline Sexy Eyes Mascara oder die Nabla Visions, die Mesauda, Big and Thick Lashes oder auch Charlotte Tilbury hatte ja auch so eine Mascara, die ein vergleichbares Bürstchen haben könnte. Und diese Mascara ist wirklich toll. Also die wird dir auch lange Freude bereiten, weil sie auch wirklich so auf den Wimpern bleibt. Ich habe jetzt ja Cream Eyeshadow drauf. Da habe ich gestern nicht das Problem gehabt, dass aufgrund des Cream Eyeshadows jetzt irgendwie was abgestempelt wäre oder sonst irgendwas, zumal der Cream Eyeshadow jetzt ja auch schon getrocknet ist, ne? Das, was bei mir halt immer mal wieder passiert, ist, dass dadurch, dass ich ja das Grande Lash Wimpernserum verwende, meine Wimpern recht lang sind und die hier oben auch gerne mal anditschen, dass dann auch vielleicht mal ein bisschen was abfärbt, aber dann mache ich einfach so und dann ist es weg. Also das ist ganz entspannt, ne? Das ist aber bei egal welcher Mascara bei mir der Fall. Ich finde, dass die einfach ein tolles Ergebnis macht und ich muss wirklich sagen, dass ich die besser als manch eine High-End-Mascara finde. Jetzt nicht unbedingt besser als die Nabla Visions, weil ich halt gerne dieses sehr intensive mag. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel noch eine Schicht drüber legen, dann hätte ich es noch intensiver, werde ich wahrscheinlich auch, wenn ich nachher Videos drehe, machen. Aber das ist halt auch das Praktische. Diese Mascara lässt sich wirklich einfach schichten. So, dann kann ich auch schon mein Ho-Ho-Ho mal kurz runternehmen, denn wir haben jetzt zwei Lippenprodukte auch in der Limited Edition drin. Das ist einmal so ein etwas rosenholzmäßiger Ton und ein bräunlicher Ton. Ich finde beide wunderschön, wäre aber wahrscheinlich eher so bei dem bräunlichen. Jetzt gerade, da ich jetzt auch so ein bisschen einen etwas natürlicheren Look geschminkt habe, also für meine Verhältnisse, ne? Aber ihr habt die Base ja auch eben die ganze Zeit gesehen. Es ist so ebenmäßig und so perfekt irgendwie, also unglaublich. Ich werde euch aber trotzdem beide Farben hier einfach mal swatchen. Das sind Lipglosse, die aber eine gar nicht mal so geringe Deckkraft haben. Also die haben schon Pigment mit drin, aber es sieht trotzdem auf den Lippen halt wunderschön aus und das zeige ich euch ja auch gleich. Also ne, auch das Braun ist nicht komplett braun, sondern das hat halt auch so einen leicht rötlichen Einstich, rosa Einstich, wie auch immer, macht sich einfach klasse, weil das so ein bisschen wie Schokolippen aussieht dann von mir. Also, dass ich gerade Schokolade gegessen hätte. Das sieht wirklich wie Schoko aus, aber es ist ja auch eine Schoko Glamour Limited Edition. Man kann natürlich, wenn man sagt, Mensch, ey, ja,
Hör auf zu wackeln hier. Ich möchte gerne den Augenlook noch ein bisschen spektakulärer gestalten oder so. Dann schaut euch definitiv diese Look-Up-Paletten an. Da gibt's, also da habe ich jetzt hier auch drei in meinem Paket mit drin gehabt. Die kann man dazu auch super kombinieren. Ne? Ja, so ist es dann halt good to go. Ne? Ein schöner Look, wie ich persönlich finde. Ein bisschen dunkler für meine Augen, als sie das normalerweise gewohnt sind. Sonst bin ich hier eher so die bunte Maus. Aber ich finde, das schaut richtig gut aus. Denkt auf jeden Fall auch noch an die Verlosung. Alles dazu in der Infobox verlinkt. Und dann wäre es hier schon wieder gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.